Wer die Wahl hat, der hat auch die Qual, und zwar was die Farbe betrifft. Viele haben die Steambo-Stinger in braun gekauft und haben gesagt, Reini, irgendwie braun, das ist opermäßig. Hast du nicht irgendwas Pfiffigeres? Ja, hab ich. Und zwar in schwarz. Und wenn du deine Stinger in braun auf schwarz umbauen willst, dann bleib dran. Ja, hallo, willkommen, da ist der Reini Rossner vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Bei der Stinger ist es ja so, dass wir in der Vergangenheit braune Stinger verkauft haben. Also mit braunen Griffschalen und hier vorne mit dem Vordergriff. Und da haben dann viele gesagt, du, irgendwie taugt mir das überhaupt nicht. Ich möchte sie in schwarz haben. Gut, dann haben wir schwarze Stinger eingekauft. Und da haben dann die Kunden gesagt, du, schwarz ist eh schön, aber ich hätte es gerne in braun. Das ist für mich als Händler natürlich irrsinnig schwierig und wir haben eine Lösung. Und zwar, du kannst... Wenn du jetzt bei uns eine Steambo Stinger kaufst, dann ist die braun und schwarz gleichzeitig, denn wir liefern dir braune Griffschalen aus und legen dir schwarze Griffschalen dazu und ich zeige dir jetzt, wie man die montiert. Und das ist schon eine coole Sache. Und eins noch, wenn du vielleicht eine bei mir gekauft hast, haben ja viele gemacht und du dir denkst, naja, aber ich will jetzt kein neues Stinger kaufen, ich möchte einfach nur meine braune in eine schwarze umwandeln. Die Teile gibt es auch extra, gebe ich dann natürlich den Link in meinen Shop, billige Eigenwerbung, das ist eh ganz klar, aber jetzt montieren wir es gemeinsam. Die Sache ist glücklicherweise so einfach, dass sogar ich mit meinen Wurstelfingern das hinkriege. Und zwar, du brauchst dazu einen Kreuzschraubendreher. Jetzt fangen wir mal an mit dem Griff hier. Das ist ziemlich einfach, denn einfach ansetzen. Ja, also das ist jetzt, was du jetzt sagst, Reini, für das hätte ich wirklich, wahrlich kein Video braucht. Dann gebe ich zu, ich sage, ja, aber es kommt noch, das Knifflige kommt noch, ich verspreche es. Und dann wieder drauf. So, das war jetzt einmal der einfache Teil. Und dann jetzt hier vorne, da gibt es insgesamt drei Schrauben hier, hier und hier. Und ich fange immer mit der vordersten an, weil das ist ziemlich simpel. Da kann man nicht viel falsch machen und da kann man auch gut dazu. Jetzt wirst du denken, was? Aber es gibt eine knifflige Sache, eigentlich zwei knifflige Sachen, aber eine wirklich knifflige Sache und daher bleib kurz dran. So, die Schraube, die holen wir jetzt raus. Du solltest diese ganze Sache natürlich ungeladen und ohne eingespannten Pfeil und auch nicht gespannt haben, das ist irgendwie nicht gut. Da, der Schrauben irgendwo aufheben. So, und dann hier hinten kommt dann die nächste Schraube und da ist aber dieser Bügel vor. Das heißt, da muss man schon einmal ein bisschen aufmachen, denn dadurch gibt der Bügel diesen Bereich hier frei und man kann mit dem Schraubenzieher hin und aufmachen. So, nun haben wir auch, ich habe mir von Wieha so ein Magnetding sie gekauft zum Tauschen. Ich kann das nur hundertprozentig empfehlen. Mit so einem Magnetding sie macht die Sache einfacher. Speziell wenn man so Wurstelfinger hat. So, und jetzt machen wir noch ein Stück auf. Und zwar, da muss man jetzt wirklich ein bisschen Druck drauf machen. Und ich mache es dann so, dass ich mit dem Daumen hier gegenhalte. Denn sonst klackt das ja wieder nach vor und dann ist die Schraube. Dann ist die Schraube nicht freigegeben. Das heißt, aufmachen hier ein bisschen. Und dann da auf der Gegenseite ein bisschen dagegen drücken. Du musst nicht ganz aufspannen und bitte nicht ganz aufspannen, weil wenn ich daran denke, kriege ich schon die Krise. Nein, nur so ein bisschen und mit dem Daumen auf der Rückseite halten oder vorne und dann abschrauben. So, jetzt haben wir auch die Runden und da fällt mir auch schon das Teil entgegen. Und da passiert jetzt was Lustiges. Und zwar dieser Hebel, dieser Spannhebel, der fällt dann raus, den kann ich jetzt hier rumdrehen. Und das muss ich dann natürlich auch wieder einfädeln, wenn ich jetzt auf braun wieder umbaue. Ich baue sie wieder auf braun um. Das heißt, das setze ich mir hier an und schaue einfach, dass hier das wieder in der Führungsschiene drin ist. Aber das ist wirklich, wie soll ich sagen, das ist nicht schwer. Also das wenn ich das schaffe, schaffst du das auch ganz locker. Das Einzige, was du halt brauchst, ist so ein Werkzeug. Und da gebe ich dir natürlich einen Link auf Amazon. Ja, da habe ich mir das Ding nämlich gekauft. Ich kann es nur empfehlen, aber sei es drum, es geht auch jeder andere. Mit dem Leatherman habe ich es auch schon probiert, weil ich nichts dabei gehabt habe und ich das schnell machen musste. Das ist nicht so cool, weil da kommt man nicht so gut ran. Aber mit dem Leatherman Wave, den habe ich auch einmal vorgestellt, gebe ich da oben den Link dazu. Aber so soll es sein. So, und einmal noch, du kannst dich erinnern, für den letzten Schrauben muss man da ein bisschen nach hinten ziehen. Auf der Gegenseite drücke ich da und schon ist das Ganze freigegeben und dann reinschrauben.
So, das war's. Und jetzt ist sie wieder komplett braun. Oder wenn du sie komplett schwarz machen willst, wie gesagt, im Lieferumfang ist ab jetzt dabei. Entweder du kaufst, wenn du nur die schwarzen Griffschalen willst, dann kannst du die auch bei mir unten im Shop kaufen. Kostet keine Welt, wie man so schön sagt. Und auf der anderen Seite eben, wenn du ab jetzt eine Stinger kaufst, dann wird sie so ausgeliefert, nämlich in braun und mit schwarzen Griffschalen. So ist die Welt. Ja, das war's wieder mit diesem kurzen Video. Es ist eh alles relativ einfach. Und weil mich auch viele Leute immer wieder fragen, Reini, was ist besser, die Stinger oder die Adder? Da werde ich auch einmal ein eigenes Video dazu machen. Das heißt, lass mal ein Abo da. Und wenn dich das interessiert, schreib mal einen Kommentar. Stinger versus Adder. Und dann mache ich auch gern dazu ein Video mit Schusstests und mit allem drum und dran und meiner Meinung dazu. Das war's. Abo dalassen. Link zu den Produkten findest du natürlich auch unten. Daumen nach oben. Es hat mich gefreut, dein Reini Rossmann und bis bald.